Hallo ihr Lieben! Hallo! Ja, heute mal wieder ein Video von uns. Auf jeden Fall haben wir uns ein paar Gedanken gemacht, worüber wir heute mit euch reden möchten. Auch wir haben immer mal wieder so richtige Aha-Momente noch oder gut zu wissen Momente, wo wir denken, okay, das macht voll Sinn, die auch mal mit euch zu teilen. Genau, das sind einfach Kleinigkeiten, die so im Alltag passieren oder eben Fragen, die aufkommen, die es einfach sich lohnt, vorher zu wissen. Beginnen wir mal bei einer Sache, die uns jetzt im Moment auch selber betrifft. Und zwar ist das die Post bzw. die Postzustellung. Was gibt es hier für Möglichkeiten, dass man einfach ja, Post aus Deutschland, wie auch immer, auch hier nachher zugestellt bekommt? Zuallererst raten wir euch dringend dazu, natürlich bei der Auswanderung oder beim Abmelden von Deutschland einen Nachsendeauftrag zu beantragen. Bei der Post direkt kann man auch im Internet machen. Dann gebt ihr eure neue Adresse an und normalerweise ja, müsste dann die Post auch zu dieser neuen Adresse kommen. Wir selber haben da ein paar Schwierigkeiten. Das nervt uns auch ein bisschen. Ja, wir haben aber auch ein paar Tipps, die wir jetzt ja, versuchen einfach mal umzusetzen und mal gucken, ob es damit klappt. Normalerweise ist es hier so, in Warna mal zumindest, man sieht gar nicht viele Häuser oder Wohnkomplexe, dass da ein Briefkasten dran hängt. Ich weiß nicht, wie die das sonst hier alle mal machen. Also viel wird per E-Mail zugestellt, aber trotzdem hat man ja auch mal eine normale Post und irgendwie ist das mir immer noch so ein bisschen ein Rätsel, wie das funktioniert, ja. Zum Beispiel wollte YouTube uns schon bestimmt 7-mal einen Brief zustellen und wir haben auch einen Briefkasten bei uns vorm Haus hängen und das alles richtig beschriftet, einmal ja natürlich auch auf Kyrillisch und einmal auf Latein und wir kriegen diesen Brief nicht und haben uns dann informiert, warum kriegen wir diesen Brief nicht und normalerweise ist es dann so, dass Briefe per Einschreiben wohl sicherer zugestellt werden als es eine normale Post. Es sind mehrere Briefe aus Deutschland bei uns gar nicht angekommen und das wundert uns und wir waren dann auch auf der Poststelle und ja, die konnten uns da auch nicht wirklich weiterhelfen. Aber jetzt der Tipp und wir versuchen das jetzt auch. Man sollte sich wohl ein Postfach mieten und da wird dann die Post wohl anscheinend sicherer zugestellt. Also das gilt jetzt nicht für Pakete, sondern wirklich reine Briefpost. Genau, wie läuft das bei Paketen ab? Ja, bei Paketen ist es so, also es gibt hier Speedy oder Ekont. Ja, so, es gibt sogar DHL auch, also ganz normale Paketzulieferdienste. Das hat bis jetzt eigentlich immer ganz gut funktioniert. Man sollte immer seine Telefonnummer mit angeben, weil bevor die das zustellen, rufen die dich an und sagen dir, ja, da und da stellen die das nachher zu. Weil ja die meisten Häuser und Wohnungen hier auch keine Klingel haben. Das wissen auch die meisten nicht. Ja. Und Tipp auch noch, wenn ihr eine deutsche Nummer habt, eine deutsche Handynummer, bitte immer die plus 49 mit dazu schreiben, damit keine Verwirrung aufkommt. Ja, genau, das ist ganz wichtig. Wir haben es auch schon aus Burgas was schicken lassen, dass es innerhalb von einem Tag kommt es dann an. Es wird zum Beispiel auch dann direkt bei der Poststelle abgegeben und man kann dort mit dieser Nummer, es wird dann per SMS, kriegt man dann diese Nummer und dann kann man dann zu dieser Poststelle gehen und das abholen. Also das ja, funktioniert ganz gut. Ganz normal wie bei Abholstationen. Weil, genau, was es nämlich hier auch nicht gibt, was man aus Deutschland so kennt, halt Amazon. Also wir haben damals wahnsinnig viel darüber bestellt, bis zum Hundefutter und Katzenfutter. Irgendwie geht man ja dann nicht mehr irgendwie los und holt was und dann wird alles nur noch bestellt. Und das ist hier jetzt nicht so. Es gibt E-Mark, das hatten wir schon mal in einem anderen Video erwähnt. Das ist so ähnlich, also da kann man sich quasi, ja, auch sein Zeug bestellen und es wird dann innerhalb von 1 bis 3 Tagen oder sowas in dem Dreh zugestellt. Ja, aber die haben nicht alles und die haben ja auch nicht das, also diese ganzen Kleinigkeiten, die man sich damals bestellt hat, das ist jetzt hier. Man geht halt wieder los in die Läden und das finden wir eigentlich auch schön, dass diese kleinen Läden hier auch noch so funktionieren, dass die ihre Waren einfach so verkaufen können. Es gibt aber auch noch viele Internetseiten, wo du einfach direkt bestellst und das dann herliefern lässt und das funktioniert auch, also über die bulgarischen Internetseiten. Sei es jetzt, du willst irgendwie ein Rasenmäher kaufen, dann gehst du direkt auf die Rasenmäherseite und bestellst das und dann kommt das auch. Also ja. Ist halt nicht mal so, dass du alles in einem Portal bestellen kannst, sondern du musst halt wirklich dich ein bisschen kümmern und recherchieren.
Man kann trotzdem bei Amazon auch bestellen, aber man muss dann halt die Lieferkosten dazu rechnen. Und es kommt auch nicht innerhalb von einem Tag, sondern dauert dann halt eine Woche oder so Ja. und kostet immer so um die 10 € Liefergebühren. Wenn man jetzt mal was hat, was es hier wirklich absolut nicht gibt. Zum Beispiel, und das ist jetzt der nächste Punkt. Ja, Thema Druckerpatronen. Wir dachten, wir gehen jetzt in den Laden und kaufen uns neue Druckerpatronen für unseren HP-Drucker und haben dann die Modellnummer rausgesucht und der sagte uns, nein, die gibt's nicht, die wird hierher nicht geliefert. Also Das in hat, ganz Bul sorry, in ja, ganz Bulgarien. Also nicht, dass man das hätte jetzt aus dem anderen Shop richtig. irgendwie. Nee, gibt's hier gar Nee, nicht. es ist so, dass wenn du deinen Drucker in Deutschland gekauft hast, wirklich auch diese spezifischen Druckerpatronennummern dafür ausgestellt sind und die in Bulgarien einen anderen Titel haben. Genau, das ist dann zum Beispiel ein Punkt, den wir bestellen mussten von Amazon. Oder man muss sich halt, es gibt ja auch Leute, die pendeln immer mal wieder zwischen Deutschland und Bulgarien. Bei solchen wichtigen Sachen, dann muss man sich das halt mal mitbringen lassen. Geht ja Genau. auch. Oder eben gerade wie früher hat man sich mal Batterien bestellt oder irgendwelche Kleinigkeiten, wo du halt dann über Amazon Prime bestellt hast. Sowas lohnt sich natürlich nicht. Bei größeren Sachen kommen halt die Versandkosten hinzu. Anderes Thema noch, was viele interessiert oder was viele auch bewegt, ist natürlich das deutsche Fernsehen. Da gibt es natürlich auch mehrere Möglichkeiten. Entweder ihr holt euch direkt eine Satellitenschüssel, so wie man es aus Deutschland kennt, oder ihr könnt übers Internet Fernsehen die Seite 2x2.com anschauen und dort kann man alle deutschen Sender eigentlich streamen online. Wobei man eben bei diesem Streamen dann darauf achten muss, weil die Qualität ist halt dann doch nicht so schön. Und manchmal kommt es auch zu Übertragungsschwierigkeiten einfach. Und es ist einfach schon besser, wenn man vielleicht eine Satellitenschüssel dann dafür benutzt. Ja, aber wir haben zum Beispiel da, wir hatten damals Amazon Prime zum Beispiel und wir haben das auch noch behalten, weil wir darüber auch Filme gucken. Also wir haben quasi diesen, wie nennt man das eigentlich? Den Amazon Fire Stick. Ah ja, okay, also den. Weil darüber kann man auch ein paar Fernsehsender anschauen und ja, und Filme und so weiter. Genau, und das ist eigentlich auch ganz praktisch. Aber es gibt auch viele coole Serien, die man sich hier auf Englisch angucken kann und so weiter. Und übrigens, so als Tipp, wer Bulgarisch auch schneller lernen möchte, man kann natürlich hier auch bulgarische Sender angucken und sich vielleicht dann noch einen Untertitel irgendwie mit einstellen. Und oder für Kinder auch, wenn man da mal so einen Kindersender anguckt, da kann man schon richtig gut was dazulernen. Insider-Tipp. Nächstes Thema, Telefon. Also, was ist hier, glaube ich, gar nicht so regulär gibt, sind Festnetzanschlüsse. Also wenn wir mal irgendwo zu Besuch waren, da, also hier funktioniert alles mit dem Handy, ne? Und es wird auch viel offener mit der Handynummer umgegangen, als wir das so aus Deutschland kennen. Ne? Nicht so dieses Top Secret, meine Handynummer gebe ich nicht raus. Das ist hier anders. Man wird hier wirklich sehr viel nach der Handynummer gefragt, wenn man auch eine bulgarische hat. Egal, ob das beim Tierarzt ist oder beim Hausarzt, wo auch immer, weil man bekommt halt viele Informationen auch übers Telefon oder übers Handy nachher Genau, wie übermittelt. zum Beispiel beim Zahnarzt, wo wir jetzt die Alissa in Behandlung haben. Ich kriege jeden Tag, einen Tag bevor der Termin stattfindet, kriege ich eine SMS von diesem Doktor, dass morgen der Termin stattfindet. Ist eigentlich ganz cool. Ich finde das echt klasse. Es gibt auch viele Praxen oder auch Beauty-Shops oder Friseure, wie auch immer, die dann auch über Instagram sich Termine eintragen lassen. Also wir haben eigentlich selten irgendwo anrufen müssen, um einen Termin auszumachen. Das hat eigentlich entweder alles per WhatsApp geklappt oder Telegram, naja, wohl Telegram eher weniger, ist dann eher Viber. Ne? Viber ist auch so ein WhatsApp Bulgariens sozusagen oder eben über Instagram nachher. Genau, das funktioniert eigentlich auch ganz gut. Was ich noch erzählen wollte, dass wenn ihr jetzt zum Beispiel eure deutsche Telefonnummer jetzt erstmal behaltet, wir zum Beispiel, ich bin immer noch bei O2, weil das aber einfach auch von mir aus geschäftlich noch so ein paar Gründe hat, warum ich dann noch nicht gewechselt habe, ist natürlich teurer und eigentlich auch bescheuert, weil die Netze hier, also die deutschen Netze in Bulgarien sind, naja, also nicht so hervorragend. Da funktioniert das bulgarische Netz schon wesentlich besser. Und Daniel zum Beispiel hat eine bulgarische Telefonnummer oder auch unsere Geschäftstelefonnummer ist auch bulgarisch. Und das Internet ist echt super. Auch ja, das Netz allgemein ist echt richtig gut. Und viele haben Angst, wenn sie zum Beispiel hier aus dem Flugzeug steigen. Ja, kann ich jetzt hier überhaupt telefonieren mit meinem deutschen Netz? Ja, das könnt ihr, weil es ist ja trotzdem EU, ne? Und ihr könnt da normalerweise schon bis zu einem bestimmten, je nachdem, was ihr für einen Tarif habt, auch weiterhin
kostenlos oder halt, ja, ist halt ja auch dann begrenzt nachher, weiterhin telefonieren, ohne Probleme. Was mir aufgefallen ist, ist tatsächlich, Stella hat zum Beispiel auch ein bulgarisches Netz und sie ruft uns ja tagtäglich mal irgendwie an, wenn sie mal unterwegs ist oder so. Wenn sie bei mir anruft, verstehe ich sie richtig gut, also von bulgarischem Netz zum bulgarischem Netz. Und wenn sie dann bei dir anruft, auf deinem Handy versteht man sie gar nicht. Das liegt jetzt nicht am Handy, das ist ein besseres Handy, als ich es habe. Und ich verstehe es einfach nicht, ja. Entweder liegt das wirklich am deutschen Netz, obwohl das ja in bulgarisches Netz eingewählt ist, oder ich weiß es nicht. Auch die Internetqualität und so. Also eigentlich müsste man schon jetzt sagen, wenn ihr sagt, okay, ihr fangt hier neu an, ihr startet hier euer Leben, dann schaut, dass ihr hier einen bulgarischen Telefonvertrag kriegt und dann, ja, müsste das eigentlich passen. Ja, zum Thema Auto zum Beispiel gibt es hier auch ein paar wichtige Sachen zu wissen. Gerade wenn ihr jetzt irgendwo in der Stadt parken wollt und so mit eurem Kennzeichen, da kommt es jetzt wieder zurück aufs Handy. Dann könnt ihr zum Beispiel eine SMS schreiben und euch dort für eine Stunde euer Parkticket ziehen. Das geht aber nur mit der bulgarischen Nummer. Noch ein weiterer Vorteil, wenn man eine bulgarische Nummer hat. Dann ist es hier wichtig, dass ihr immer euer Tagfahrlicht anhabt oder gegebenenfalls wirklich einfach komplett euer ganzes Licht anhabt. Macht auch Sinn für mich, in meinen Augen, dass man das anhat, weil man wird einfach doch eher gesehen. Es ist sowieso auch einfach Pflicht. Also wenn ihr das nicht anhabt, dann werdet ihr angehalten. Ganz einfach. Ja. Also ob ihr wollt oder nicht, ihr müsst es anhaben. Manchmal gibt es dann auch eine Strafe. Wir kennen welche, bei denen die dann gesagt haben, okay, mach das Licht an und fahr weiter. Und was ist noch Pflicht? Einen Feuerlöscher mit sich zu führen im Auto. Einen kleinen, also jetzt nicht so einen großen, wie man es denkt, sondern es gibt so kleine Feuerlöscher zu kaufen hier. Die müssen mit an Bord sein, genauso wie Warnweste und das ganze übliche Zeug. Ganz kurz noch was zum Parken, weil es hat ja nicht jeder eine bulgarische Telefonnummer. Es gibt diese Warner Park App und die kann sich, egal was für eine Telefonnummer, könnt ihr euch die runterladen, könnt ihr dann aufladen mit ein paar Lever und dann könnt ihr da quasi auch bezahltes Parken einmal tippen und dann seid ihr in der blauen Zone da auch, ja, könnt ihr da sicher parken. Etwas, wo wir auch nicht so richtig wissen, wie es funktioniert, beispielsweise ist das Thema Blitzer. Also natürlich, wer zu schnell fährt, der wird geblitzt. Normalerweise ist es hier so in Varna, dass man 60 fahren darf. Es sei denn, steht natürlich da jetzt ein Schild mit 40 oder 50. Aber eigentlich sind die 60 erlaubt. Gut gemeinter Rat, wenn ihr merkt, hey, die fahren jetzt gerade aber alle besonders ordentlich, dann schließt euch einfach an, weil das hat meistens irgendwo einen Grund. Entweder steht da eine Kontrolle oder ein Blitzer. Wir wissen aber nicht hundertprozentig, wie es ist, wenn wir jetzt doch mal geblitzt worden sind, weil man bekommt keine Post, man bekommt keinen Brief mit einem hübschen Foto, ja hier, du bist geblitzt worden, du musst die und die Summe zahlen. Es geht wahrscheinlich nur ab einer bestimmten Summe, ich weiß es nicht. Man hat uns aber erzählt, dass bei einer Polizeikontrolle, und da ist quasi noch so ein Konto dann offen, dann weisen die dich darauf hin, oder man soll selber zur Polizeistelle gehen und sich da informieren, ob man nicht mal in den letzten Wochen geblitzt worden ist. Das haben wir persönlich jetzt ganz ehrlich noch nie gemacht, weil, keine Ahnung, ja, ich meine, wer geht schon, ja auch besser, wer geht schon freiwillig dahin und bezahlt seine Strafen? Genau. Nein, vielleicht wisst ihr darüber Bescheid. Viele leben ja schon in Bulgarien. Vielleicht habt ihr schon die eine oder andere Erfahrung damit gemacht. Sagt uns da gerne mal Bescheid. Schreibt es mal gerne in die Kommentare. Wäre sehr interessant. Auf jeden Fall, genau. Dass wir unser Geld auch loswerden nachher, weil wir überall so schnell gefahren sind. Was auch noch richtig cool ist, hier gibt es eine super App, die heißt Waze. Und da kann man sich wirklich informieren bezüglich Verkehrsverzögerungen oder es sind Schlaglöcher auf der Straße. Die Nachricht kommt ziemlich oft. Und du wirst dann während der Fahrt wirklich darüber informiert und auch über Polizeikontrollen und so weiter, pipapo. Ist sehr spannend und interessant. Das haben uns die Bulgaren tatsächlich empfohlen, die App, ja. Gibt es in Deutschland auch, ist in Deutschland aber verboten. Ob das hier verboten ist oder nicht, ist denen wahrscheinlich nachher sowieso total wurscht. Deswegen, ja, ist eine coole App, könnt ihr euch auf jeden Fall runterladen, wenn ihr hier unterwegs seid. Dann unser letzter Punkt ist Thema Pannenservice, Pannendienst, ADAC und so weiter. Irgendjemand hat uns mal erzählt, dass es hier auch ADAC gibt. Wir haben uns jetzt diesbezüglich informiert, wir haben selber aber nichts gefunden. Also wahrscheinlich gibt es das doch nicht. Es gibt bestimmt aber eine Art Pannendienst sowieso, klar. Aber wahrscheinlich auch etwas, wo man einen Vertrag abschließen kann, dass man da einfach gut versichert ist nachher.
Wir sind da noch nicht ganz so hundertprozentig glücklich mit unseren Informationen, die wir haben, außer dass es was gibt, das nennt sich CoolSpit. Weiß gar nicht, wie man das richtig ausspricht, aber soll wohl anscheinend ähnlich funktionieren wie ADAC. Wer darüber etwas weiß, gerne in die Kommentare, weil das ist wirklich für uns alle wichtig. Jeder, der hier irgendwie Auto fährt und hat, glaube ich, auch so ein bisschen eine innerliche Sorge, Gott, was passiert jetzt eigentlich, wenn ich hier einen Unfall baue, was ja hier trotzdem auch immer wieder vorkommt. Deshalb, ja, das wäre echt eine tolle Information. Oder wenn ihr eben noch in Deutschland oder mit eurem deutschen Auto hier rüberfahrt und da habt ihr einfach keinen ADAC-Schutz, weil der in Bulgarien einfach nicht vorhanden ist. Aber ja, so wurde es uns jetzt gesagt, ne? Wir sind uns da nicht hundertprozentig sicher. Deswegen, wenn es jemanden gibt, der da Informationen hat, die auch wirklich sicher sind, weil er das schon selber erlebt hat, dann gerne in die Kommentare. Das würde uns wirklich weiterhelfen. Ja, das war's für heute mit unseren Informationen. Ich hoffe, ihr konntet da ein paar nützliche Tipps mitnehmen und euch ein bisschen besser auf das Leben hier in Bulgarien vielleicht vorbereiten. Genau. Ja, bleibt gesund, ihr Lieben, und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, ciao. Ciao.